Hi Leute, heute geht es um die Ortlieb Fork Packs. Das sind wasserdichte Gabeltaschen von Ortlieb und in dem Video geht es jetzt um meine Praxiserfahrung mit den Taschen. Ich habe sie schon eine ganze Zeit lang im Einsatz auf verschiedenen Touren und Overnightern. Die Taschen gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Wir schauen uns an, für wen sind welche Größen geeignet. Wir machen den Vergleich zu ganz normalen Gabeltaschen, Anything Cages, und es geht auch um die Installation von den Ortlieb Fork Packs. Lass uns mit den Eigenschaften des Fork Packs starten. Hier habe ich es also gerade an eine Carbongabel montiert und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ja, die Montage, die erfolgt auf jeden Fall ohne Gepäckträger. Kein Gepäckträger ist notwendig. Und ja, für meinen Test hatte ich die Fork Packs an Carbongabeln, an Stahlgabeln und auch an meinem Tailfin Bikepacking Gepäckträger montiert. Es gibt zwei verschiedene Größen. Ich habe hier im Test die 4,1 Liter Variante. Es gibt auch noch eine größere Variante mit 5,8 Liter. Die kleine Variante wiegt 290 Gramm, die große 315 Gramm. Es handelt sich also um eine leichte Lösung für den Gepäcktransport, aber nicht um eine ultraleichte Lösung. Ortlieb typisch ist das Forkpack natürlich vollständig wasserdicht nach IP64. Also hier oben muss man es dreimal umschlagen und dann ist die Wasserdichtigkeit gegeben. Also ja, auch bei heftigem Regen muss man sich hier wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Also ich war jetzt zuletzt im Oktober auf einem Overnighter und den zweiten Tag hat es wirklich aus Eimern gegossen. Ja, mehrere Stunden war ich im Regen unterwegs. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier auch auf dem Bild. Ja, du siehst uns in voller Regenmontur und hier der Regen. Und ja, da kam kein Tropfen rein. Mein Daunenschlaf, sagt der jetzt hier drin ist, der war vollständig trocken. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache. Die Handhabung, die ist wirklich klasse und die gehört zu den ganz großen Pluspunkten bei dem Forkpack. Deswegen bin ich auch großer Fan. Also da ja, setzt sich das Forkpack auf jeden Fall ab von normalen Anything Cages, Gabeltaschen. Es funktioniert so, du hast hier die Base, also das Forkpack und diese Basis. Ich habe es ja schon angebracht. Und dann hast du hier einfach den Hebel hier drücken und die Basis abziehen. Und so schnell geht's. Und dann kann man den Inhalt rausholen. Ich zeige nochmal die Montage. Einfach hier das Forkpack draufschieben und dann rastet es auch schön ein. Du hörst es klicken und dann ist es auch stabil. Es wackelt nichts und ist einfach eine super Sache. Ich zeige jetzt auch mal, was reinpasst. Denn ich habe ja, gesagt, einfach zum Öffnen hier den Rollverschluss öffnen. Ich habe ja jetzt hier meinen Schlafsack drin. Moment. So, der vollständige Schlafsack, Komforttemperatur 4 Grad, ist also ein Allrounder, schöner Daunenschlafsack. Und ja, wenn ich jetzt hier was Kleineres reinpacken würde, irgendwie für ein Sommersetup noch einen kleineren, minimalistischeren Schlafsack, dann könnte ich hier auch meine kompletten Schlafklamotten noch reinpacken. T-Shirt, Trekkinghose, Unterwäsche, Socken und so weiter und so fort würde dann noch zusätzlich reinpassen, ja. Ich packe ihn mal weg. Und jetzt hole ich das andere Forkpack. Da haben wir Nummer 2. Da habe ich jetzt mehrere T-Shirts und Hosen drin, einfach hier als eine Demo. Weil normalerweise auf Tour mache ich es halt so, im einen Forkpack, da ist der Schlafsack. Gerade der, den ich jetzt hier halt habe, also ein Allrounder, füllt dann das ganze Forkpack aus. 4,1 Liter Variante habe ich jetzt hier. Und im anderen Forkpack ist normal mein Schlafzeug, T-Shirt, Trekkinghose, Boxershort, Socken und dann packe ich da auch das ganze Essen rein. Das heißt, hier ist das Forkpack, wo auch das Essen drin ist. Ja, und jetzt können wir uns eigentlich auch die Größen anschauen, denn 4,1 Liter, die Variante, die ich jetzt hier habe, die halte ich ideal für so kürzere Touren, für Overnighter. Also meistens habe ich es auch, oder eigentlich immer habe ich es bei einem Overnighter verwendet. Ich habe auch schon, als ich ja letztes Jahr auf der Italy Divide unterwegs war, 1200 Kilometer Bikepacking durch Italien. Da habe ich die zum ersten Mal live gesehen im Einsatz. Da hatte ein Mitfahrer hatte die nämlich an seinem Tailfin dran. Und das fand ich dann ziemlich cool. So habe ich es ja auch gemacht auf dem letzten Overnighter. Also man kann die kleine Variante auch, wenn man sportlich unterwegs ist oder wenn man vielleicht einfach das Gewicht am Fahrrad anders verteilen möchte, ja, mehr von oben nach unten an die Gabel legen möchte. Der Schwerpunkt ist ja sehr tief. Das finde ich ziemlich cool auch an den Forkpacks, anders als jetzt bei einer Lenkerrolle zum Beispiel. An einer Bikepacking-Lenkerrolle, da ist ja der Schwerpunkt sehr weit oben. Hier beim Forkpack dann eben sehr weit unten. Das sehe ich auch als weiteren Vorteil an. Und die 4,1 Liter Variante, die halte ich für ideal. Sieht auch sehr, sehr sportlich aus übrigens. Als ideal für kurze Touren, für Overnighter.
und die 5,8 Liter Variante einfach, wenn man länger unterwegs ist, ja, auf Radreise oder mehrere Wochen bikepackt, dann kann man sich die größere Variante anschauen. Was ist jetzt eigentlich im Lieferumfang und wie erfolgt die Montage? Also im Lieferumfang ist natürlich das Forkpack und diese Basishalterung aus Plastik hier und dann noch Montagematerial, entweder Schrauben sind drin und als weiteres Montagematerial die Aluminiumschellen und Gummischläuche. Und da ist jetzt einfach so, wie gesagt, du brauchst keinen Gepäckträger, die Basis, die wird befestigt an der Gabel, also meistens an der Gabel, entweder die Gabel braucht 2 Gewindeösen, 3 Gewindeösen oder ja, es geht auch an Federgabeln ohne Gewindeösen, wenn die Gabel rund ist, ist natürlich bei Federgabeln in der Regel der Fall. Dann gibt es die Adapter, die jetzt hier im Lieferumfang liegen. An dieser Carbongabel konnte ich das Forkpack einwandfrei befestigen, alles sehr intuitiv. Einfach die Basis nehmen, die 3 Schrauben reindrehen und schon sitzt das Ganze fest. In der Anleitung ist auch noch, ja, sind auch noch Angaben zum Drehmoment gemacht. Das Ganze bitte beachten. Jetzt ist es so, bei meinem Gravelbike mit Stahlgabel, dem Bombtrack Beyond 1, da kann ich das Forkpack nur an 2 Gewindeösen befestigen. An sich kein Problem, hält auch meiner eigenen Erfahrung nach einwandfrei. Nur diese Gewindeösen, die sind jetzt 45 Grad nach vorne geneigt. Und da, ja, dann bleibt dann schon sehr, sehr wenig Platz zwischen Forkpack und Reifen. Und zum Glück gibt es einen Adapter von Ottlieb, der legt dann das Forkpack 15 Grad weiter nach hinten. Der versetzt es weiter nach hinten, sage ich jetzt mal, in der Ausrichtung. Und dann hat man wieder mehr Platz zwischen Forkpack und, ja, und Reifen. Und genau, also da müsste man sich dann auf jeden Fall das Adapterset anschauen. Ja, wenn die Montageösen 90 Grad abstehen zwischen Reifen, also wenn es einen 90 Grad Winkel gibt zwischen Montageöse und Reifen, so wie bei dem Carbon-Bike jetzt hier von Riverside oder bei den meisten anderen Bikes, da funktioniert es auch einwandfrei beim Kona Sutra, beim Salza Fargo und bei den meisten anderen Bikes, da hast du eben diesen 90 Grad Winkel und dann ist die Montage ja völlig problemlos. Und jetzt möchte ich noch was zur Montage an einer Federgabel sagen. Wie gesagt, das Montagematerial, das liegt im Lieferumfang bei, einmal die Shell hier, die Aluminiumschellen, dann das Unterleg, ja, der Unterlegschlauch und hier noch die Schrauben und ja, mit den Schellen und dem Unterlegschlauch kann man dann die Basis an der Federgabel festziehen und dann, ja, dann sollte das Ganze halten. Ich habe es in der Praxis noch nicht ausprobiert. Jetzt noch der Vergleich zu normalen Anything Cages oder Gabeltaschen. Ja, ich habe ja schon einige getestet, von Topic zum Beispiel die Gabeltaschen oder auch von Blackburn, die Klassiker. Und da muss ich sagen, mir persönlich gefällt das Ottlieb Forkpack deutlich, deutlich besser. Es ist einfach viel, viel einfacher und angenehmer in der Handhabung. Ich habe diesen Klickmechanismus, Quicklock-System, was mir eine einfache Montage und Demontage ermöglicht, also deutlich, deutlich sauberer, mehr Komfort, meiner Meinung nach auch sicherer, denn ja, das Forkpack hält einfach bombensicher. Bei einem Anything Cage, Gabeltasche, mir ist es noch nie passiert, aber theoretisch kann sich dieser Gurt eben auch lösen. Und da kommen wir jetzt dazu zur Gabeltasche. Die Gabeltaschen oder Anything Cages, so wie der Name es halt schon sagt, damit kann man theoretisch alles transportieren, also auch einen wirklich langen zylindrischen Gegenstand, wie jetzt zum Beispiel eine lange Zeltstange, eine Angel oder was auch immer, irgendwie einen langen Gegenstand zum Beispiel, und es geht halt bei den Forkpacks nicht. Wir sind hier limitiert auf die Größe, die das Forkpack eben hat, 4,1 Liter oder 5,8 Liter, und dafür eignet sich es auch super, dafür ist es wirklich ganz hervorragend. Aber eben lange zylindrische Gegenstände kann ich hiermit nicht transportieren. Und jetzt sind wir auch schon beim Fazit der Ottlieb Forkpack Gabeltaschen. Übrigens auch eine Zuschauerfrage. Der Markus E., der hat nämlich gefragt, mich würde deine Meinung zu den Ottlieb Forkpack Gabeltaschen interessieren. Ja, und jetzt sind wir beim Fazit. Ich kann es ja sagen und du hast auch schon gemerkt. Ja, die Ottlieb Forkpack Gabeltaschen, die sind wirklich sehr, sehr durchdacht von vorne bis hinten. Und ich bin sehr begeistert davon. Auf meinen Touren und auf meinen Bikepacking Overnightern, da waren die immer sehr zuverlässig und ich verwende sie einfach gern, weil es eine durchdachte Lösung ist, die auch noch leicht ist und hervorragend in der Handhabung ist. Ja, also gerade im Vergleich zu normalen Bikepacking-Taschen oder auch normalen Gabeltaschen, Anything Cages, da haben die Forkpacks auf jeden Fall die Nase vorn hinsichtlich der einfachen Handhabung. Und insgesamt kann ich die Taschen auf jeden Fall empfehlen. Unten in der Videobeschreibung, da findest du auch einen Link zu den Gabeltaschen, also schau dir die einfach mal genauer an, ist ein Partnerlink, also wenn du was kaufst, unterstützt du mich und meinen Kanal, vielen Dank.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Und jetzt habe ich dir noch weitere spannende Bikepacking-Videos verlinkt. Schau dir die auf jeden Fall an.